Jetzt wird es so ein bisschen knapp. Jetzt habe ich doch so ein bisschen Bammel. Teil 8. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich... Haha, ja, ich wusste, du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage Warte, sofort evakuieren. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktorkerntest. Evakuieren. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir nicht, dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Oh je. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Oh, ja. Gut gemacht. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Und... Oh nein. Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. So. Wenn ich nicht nebenbei schmatze, dann tut es mir leid. Versuche also zu vermeiden. Eine Chance, ihn zu finden. Alles in Aber Butter. Zocken macht ich einfach gerade nur hungrig. Ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ach, verdammt. Oh, was? Gibt's doch nicht, ey. So. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Die letzten 43 Minuten des Speedruns. 150 Minuten war die Vorgabe. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ähm.
Wie war das? So war das, genau. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber und... Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Oh, ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast auf die... Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wert. Ich komme! Noch nicht anfangen! Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? So. Hier habe ich auch mich richtig dämlich angestellt. Oh, was? So. So. Na, verdammt, wollte ich den jetzt nicht packen. Oh, ey, das gibt's nicht. Das meine ich. So eine Scheiße meine ich. Nun geht's los. Manchmal funktioniert alles, aber dann... Oh, wie enttäuschend. Oh nein, das passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. 40 Minuten noch, bis der Countdown vorbei ist. 18.45 Uhr. Sicher unbedeutend. Sind die 150 Minuten um. Und wir sind schon relativ weit. Part 8 von 9. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Köchin, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will das hier nicht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollwaisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. So. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf.
Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar... Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von Ihnen besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unerträglich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind gleich die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns perfekt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Boah. Ja, das ist jetzt uncool. Scheiße. Boah, Kinder. Boah, das ist versaut. Mann. Ich wollte das eigentlich auffangen, aber spielt auch keine Rolle. Ha, du hast mich verfehlt. Oh, du löst gerade den Test. Mein Fehler. Weitermachen. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich gerade völlig verwirrt. Da verkackt er ganz klar. Oh, ich hab noch... Wertvolle Zeit, die jetzt verloren geht, weil ich mich gerade ein bisschen dämlich anstelle. Geht doch. Und jetzt mindestens eine ganze Minute, die mir jetzt am Ende fehlt. Weil ich jetzt unkonzentriert bin. Sind das schon zwei mittlerweile. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. So, noch 34 Minuten. So, und jetzt lohnt sich es wenigstens. Und ich habe festgestellt, es liegt nicht daran. Daher werden wir jetzt einfach mal für die Spannung, wenn ich es jetzt finde, da ist es, einfach jetzt mal, na, wenn ich es kriege ich es jetzt so, könnte knapp werden. Na ja, gut, ein bisschen sieht man dann noch, aber zack. Die Timer-Bombe, da ist sie. 34 Minuten sind es noch. Schon kleiner machen. Ich hoffe, man kann es auch lesen. Ich denke mal, aber schon. So. Ich habe sie vorhin nur wieder ausgeschaltet, weil ich mir dachte... Es liegt irgendwie an dem Screen Region, warum es so laggt, aber es liegt einfach mal wieder am Rechner. So, continue und zurück zum Spiel. Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut.
Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses